Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video ist es Zeit für ein Büroduft-Update. Ja, das, was alle paar Monate mal von mir kommt mit meinen Top 10 Bürodüften, die man super gut im Büro tragen kann. Es kommen recht viele Updates von diesem Video oder von dieser Videoidee, weil einfach immer mal wieder ich neue Düfte entdecke, die man sehr, sehr gut im Büro tragen kann. Und zunächst mal vorweg ist dann natürlich die Frage, welche Düfte sollte man nicht im Büro tragen, beziehungsweise warum ist das überhaupt so ein großes Ding? Naja, weil es einige Düfte gibt, die tatsächlich den Leuten dann sehr, sehr schnell doch auf den Zeiger gehen. Und es ist ein sehr feiner Unterschied, ob du einen Duft hast, der eine gute Performance hat und einfach allgemein gut bei den Leuten ankommt, oder ob du einen Duft hast, der einfach die Leute erschlägt und denen einfach nur auf den Keks geht nach einer halben Stunde. Ja? Und deshalb ist es gar nicht so einfach, Düfte zu finden, die sehr gut im Büro tragbar sind und die eben nicht in diese super frische Kategorie reinfallen. Ja? Ein gutes Gegenbeispiel wäre zum Beispiel der UZ in Mood von MFK. Wie ich persönlich finde, sehr, sehr geiler Duft. Ja? Ist ein rose Oud-Duft, der aber so die stärkste Haltbarkeit hat, die man sich vorstellen kann. Ebenso Air Tiger von Marc Gebauer würde ich zum Beispiel nicht ins Büro anziehen, weil es einfach ein zu starker Duft ist und der auch sehr, sehr stark polarisiert. Das heißt, das sind zum Beispiel Düfte, die ich persönlich nicht ins Büro tragen würde. Aber was zum Beispiel sehr, sehr gut geht, das möchte ich euch gerne auch direkt zeigen, auch wenn die jetzt nicht in einer bestimmten Reihenfolge sind, ist der Ombre Nomade von Louis Vuitton. Ja? Das hier ist ein sehr, sehr guter Büroduft tatsächlich. Auch wenn er eine extrem starke Performance hat und von der DNA her jetzt nicht so dieser typische frische Duft ist, den die meisten Leute für Bürodüfte empfehlen. Sondern du hast hier Rose, du hast hier Oud, du hast rauchige Noten, du hast Himbeere und dieser Duft ist einfach von der DNA her sehr, sehr ausgefallen, orientalisch, aber witzigerweise kann man den auch sehr gut im Büro tragen, weil die Wolke, die man so hinter sich herzieht, durchaus sehr angenehm ist und bei eigentlich keinem so wirklich aneckt. Das heißt, Ombre Nomade vielleicht nicht jetzt gerade 10, 15 Sprühstößer verwenden, wie das der eine oder andere macht, ja, sondern ein bisschen weniger, aber trotzdem finde ich ein sehr, sehr guter Duft, wenn er eben so angewendet wird im Büro. Ja, überraschenderweise, obwohl er eigentlich somit einer der stärksten Düfte ist, die ich persönlich kenne. Ein weiteres sehr gutes Beispiel wäre dann zum Beispiel der Falcon Leather. Ja, das ist auch ein Duft, der eine extrem gute Performance hat, aber einfach ein wahres Komplimente-Biest ist. Bei diesem Parfum hast du Duftnoten von Safran und Leder und die Ledernote wird erzeugt durch finnischen Birkenteer. Also diese Marke hier, Matière Première, hat es sich zur Aufgabe gesetzt, immer einen Inhaltsstoff in den Fokus zu rücken und hier ist es eben der finnische Birkenteer, der sehr, sehr ledrig wirkt. Und das eben in Kombination mit Safran ist eine unfassbar krasse Komposition, die ich so in dieser Form auch noch nie gerochen habe und die witzigerweise einfach die Komplimentmaschine ist. Es ist wirklich nicht zu glauben, wie unfassbar viele Komplimente dieses Parfum einem bringt. Und deshalb, ja, fürs Büro auch sehr, sehr gut, weil der Duft in seiner Projektion, also in dieser Wolke, die man um sich herum mitzieht, einfach nicht unaufdringlich wirkt, sondern es riecht einfach irgendwie sehr frisch und weichspülermäßig fast schon und einfach sehr, sehr, sehr angenehm und deshalb kann ich dir Falcon Leather als einen der Top-Bürodüfte dieses Jahr auf jeden Fall empfehlen. Wenn es dann ein bisschen in die klassischere Büroduftrichtung gehen soll, du aber nicht langweilig riechen möchtest und du trotzdem auch eine gute Performance haben willst, dann ist für dich der Vitias von Pernoir eine sehr gute Idee. Ein Parfum, was du bei mir im Shop bekommst, was jetzt ganz neu mit drin ist und wahrscheinlich so mein Lieblingsbüroduft ever, weil er super frisch ist, er ist mineralisch, er ist zitrisch, er hat eine Moschusnote und er hat Angelika-Wurzel und einen sehr stark pfeffrigen Auftakt und dadurch wirkt er einfach sehr elegant, sehr erfrischend auch, ja, und hat außerdem eine extrem gute Performance, da es ein extrêmes Parfum ist und dieser Duft hier ist wahrscheinlich der beste Büroduft, weil er ausgefallen ist, weil er frisch ist und unaufdringlich und weil er eine gute Performance hat. Einfach aus diesen drei Gründen für mich einer der besten Düfte und wenn er dich interessiert, schau gerne in die Beschreibung, da steht der Link zu meinem Shop drin. Was du natürlich auch sehr gut tragen kannst, ist so ein richtiger Klassiker Büroduft, wie zum Beispiel der Percival von Parfums de Mali. Das wäre jetzt wirklich so der klassische Büroduft, ja, in dem Sinne, dass es ein sehr duschgeliger Duft ist. Mich persönlich erinnert der immer so ein bisschen an den Chrom von Azzaro, falls du den noch kennst. Das ist ein recht bekannter Duft von Azzaro, zumindest war der vor ein paar Jahren mal richtig in. Und das hier ist quasi so die Nischenvariante davon. Also er hat eine metallische Note, der arbeitet auch mit Lavendel zum Beispiel und dann eben in Kombination mit zitrischen Noten am Anfang und einfach einer sehr, sehr schönen duschgelartigen Geschichte. Ne? Also wenn du jetzt nach so einem klassischen Büroduft suchst, nach so einem klassischen duschgelartigen Duft, dann wäre das hier etwas, was ich dir im Nischenbereich definitiv empfehlen würde, weil er auch eine gute Performance hat. Dann, was natürlich auch sehr gut geht, sind so typische Aventus-Alternativen. Habe ich ja auch gerade, ehrlich gesagt, ein Video drüber hochgeladen. Und das hier wäre der You're So Vain von Gritti. Den bekommst du aber auch bei mir im Shop. Ist ein toller, toller Aventus, tolle Aventus-Alternative. Ist kein Klon oder Dupe, sondern wirklich eine Alternative mit so einer richtig schönen, fruchtigen, ich glaube, Grapefruit ist es am Anfang und dann einem leicht rauchigen und holzigen Verlauf. Sehr, sehr schön und einer der besten Düfte von Gritti für
ja, vielleicht auch die wärmeren Tage des Jahres. Ja, also das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Release. Auch geile Qualität, ja, vom Flakon her und so. Deshalb auch hier gerne mal in die Beschreibung reingucken. Aber natürlich tun es alle möglichen Aventus-Alternativen. Also du kannst Aventus selber tragen, du kannst Aventus Dupes tragen, du kannst Aventus-Alternativen tragen. Sowas geht immer sehr gut im Büro, weil es einfach gut ankommt bei den Leuten und nicht aufdringlich ist. Als nächstes habe ich dann hier auch wieder einen wahren Komplimente-Duft von mir und das sind witzigerweise so diese rauchigen Düfte, ja, oder diese rauchigen, ledrigen Düfte. Die kommen bei mir nämlich immer sehr, sehr gut an und da habe ich hier jetzt als Beispiel den Stercus von Orto Parisi. Was man genauso gut nehmen könnte, wäre der Terroni, den habe ich vor einem Jahr, glaube ich, mal vorgestellt als meinen Top-Komplimente-Duft und das wäre auch was, was man super gut ins Büro tragen kann. Terroni wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, weil Stercus bei einigen Leuten selber zumindest so ein bisschen, ja, eine animalische Note hat, was nicht so gut ankommt, aber trotzdem wollte ich den an der Stelle nennen, weil er für mich auch sehr, sehr gute Komplimente gegeben hat im Büro. Was dann natürlich auch immer geht, ist sowas wie ein Wäsche-Weichspülerartiger Duft. Hier zum Beispiel den Orange Flamingo von Marc Gebauer oder aber auch den Gritti Neroli Extreme, den du auch bei mir im Shop bekommst. Also ich habe viele tolle, tolle Bürodüfte tatsächlich im Angebot. Und Neroli Extreme ist ein Neroli-Duft. Das heißt, Neroli ist ja so diese klassische Klosteinnote, also ein sehr, sehr frischer Zitrusduft. Aber witzigerweise entwickelt sich dieser Duft hier auf meiner Haut sehr Wäsche-Weichspülerartig. Also er wirkt einfach wie so ein Wäsche-Weichspüler. Und das ist einfach mega geil. Im Sommer kommt dann auch nochmal diese schöne Neroli-Note durch, also dieses richtig, richtig frische Zitrus-Ding, was ich sehr geil finde. Und ansonsten ist es aber sehr stark in Richtung Weichspüler und deshalb auch, wie gesagt, der perfekte Büroduft. Dann die letzten drei. Ich habe hier noch einen, der heißt Les Bains Gerbois und der Duft selber heißt Les Bains Douche, also die Duschbäder, glaube ich, heißt das. Witziger Name auf jeden Fall. Hier haben wir einen Kardamom-Duft. Ich will den jetzt nicht sprühen, aber es ist ein Kardamom-Duft mit süßen Noten. Und das hier wäre auch was, das würde ich empfehlen für kühleren Tage des Jahres. Also wenn es in Richtung Herbst geht und wenn du aber trotzdem noch keinen Duft brauchst, der so eine übertriebene Performance hat. Das ist im Büro immer ganz geil, weil wenn du im Winter diese Hardcore-Brecher trägst, dann hast du häufig das Problem, dass die im Büro dann auch so stark ballern, dass du den Leuten nur auf den Keks gehst. Hier ist es anders, weil der hat eine gute Performance, aber ist jetzt nicht so, dass er alle Ratten aus den Löchern rausjagt. Und es ist trotzdem von der DNA her schön eine Kardamom-süßliche Geschichte, die auch sehr, sehr gut ankommt. Und deshalb dieser Duft hier für mich auch eine Empfehlung wert. Falls du den kaufen möchtest, gebe ich dir auch gerne einen Link in der Beschreibung mit rein. Also schau da gerne mal rein und der Flakon wurde mir freundlicherweise von der Marke gestellt. Die letzten beiden habe ich hier den Salam von Anfas, ja, und der steht stellvertretend für alle diese Düfte, wie zum Beispiel Accento, Erba Pura und diese fruchtigen, pudrigen Düfte. Und Salam von Anfas ist einer meiner lieblingsfruchtig-pudrigen Düfte, weil er einfach so unfassbar sanft und elegant ist. Ja? Also der ist kein bisschen penetrant, stark, geht den Leuten nicht auf den Keks und deshalb für mich einer der besten Düfte aus diesem Bereich. Außerdem von der Flakonqualität her ein richtiges Schwergewicht, macht wirklich was her und deshalb Salam von Anfas für mich einer der besten süßlichen Bürodüfte. Und der letzte, den ich dir vorstellen möchte, wäre auch ein Klassiker. Davon gibt es auch sehr viele verschiedene Varianten. Ja? Also es gibt tausende Baumwollblütendüfte. Ja? Und das hier ist dann deshalb der Fiore di Cotone Farmacia SS. Auch bei mir im Shop erhältlich, jetzt ganz neu. Farmacia, die Marke, die aktuell mega durch die Decke geht. Also ich kann mich wirklich kaum retten. Und deshalb der Fiore di Cotone, ein Duft, der wirklich sehr, sehr schön diese Orangenblüten-Thematik widerspiegelt. Also wirklich sehr frisch, aber auch auf der anderen Seite so eine richtig schöne Süße. Das haben so Baumwollblütendüfte immer an sich, dass sie so eine gewisse Süße haben und auch am ehesten so dieses frisch gewaschene Wäscheding. Ja? Also das wäre ein süßer, pudriger, leicht pudriger Duft mit Bergamot, Zimt, Thymian, Orange, Kardamom, Lavendel, Icy Super, Artemisia, Vanille, Moschus und Sandelholz. Ja? Und deshalb ein extrem geiles Teil einfach, was auch nochmal so diese cremige Sandelholznote im Drydown bekommt, was ich persönlich sehr verführerisch und sehr, sehr schön finde. Das heißt, der auch nochmal ein Geheimtipp. Gerne mal anschauen, steht auch alles in der Beschreibung drin. Und das war es auch schon mit meiner Top 10 Liste zu den Bürodüften 2022. Bisschen mal ein anderer Mix, also von den rauchigen, wie zum Beispiel Ombre Nomad und Falcon Leather, bis hin zu diesen, ja, fruchtigen, süßlichen Düften und natürlich die Klassiker, die frischen Düfte auch mit dabei. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was dein Favorit ist von den Bürodüften. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare rein, welchen Büroduft du am besten findest, von diesen hier oder einen, den du selber gerne trägst. Ich bin gespannt auf dein Feedback und lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, dein Kai.